Worüber möchten Sie heute mit uns sprechen, was Sie bewegt? Sie haben einen Antrag gestellt, eine Strafanzeige gestellt. Gegen? Ja, wir haben in sorgfältiger Vorbereitung eine umfangreiche Strafanzeige gegen die Kriegsverbrecher in der Ukraine, also die russischen Kriegsverbrecher, gestellt. Und zwar angefangen von der Staatsspitze bis auf die Kommandoebene. Das ist eine Ausarbeitung von 130 Seiten für den Generalbundesanwalt. Und in dieser Ausarbeitung sind die einzelnen Fälle stellvertretend dargestellt, die wir kennen. Mariupol und Beschießung vor allen Dingen von zivilen Einrichtungen. Die Zivilbevölkerung anzugreifen, ist ein Kriegsverbrechen. Übrigens haben die Russen auch zwei arbeitende Reaktorblöcke in der Ukraine gezielt beschossen. Muss ich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn dort Radioaktivität austritt. Aber wir haben uns konzentriert auf zwei Tatbestände, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und diese Verbrechen sind Gegenstand eines deutschen Rechts. Das Völkerstrafgesetzbuch sieht das vor seit 2002. Und wir wollen jetzt praktisch die Waffe des Rechts auch einsetzen. Wir haben zwar internationalen Gerichtshof, der tätig ist, aber wir sind Deutsche, wir haben deutsches Recht und wir wollen, dass jetzt in den Krieg hinein Signale gesetzt werden, dass den Menschen, die dort Täter werden, auch deutlich macht, dass sie Täter sind. Und das bedeutet also, dass der Generalbundesanwalt anfangen muss, und das tut er ja auch schon, zu ermitteln, Beweise zu sammeln. Die bekommt er von den Flüchtlingen, die bekommt er von den Nachrichtendiensten, die bekommt er von den NGOs und er bekommt sie auch von uns. Wir haben Namenslisten, hunderte von Namen, bis auf die Kommandoebene. Wir wissen also, wer in Butscha verantwortlich war. Und wir wissen auch, dass es ein gezielter Angriff war, wie auch andere gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung geplant sind, also keine spontanen Reaktionen der Soldaten, übrigens auch Tschetschenen. Und die Gruppe Wagner steht bei uns, das ist eine Söldnertruppe, steht bei uns in der Strafanzeige. Also alles, wir wollen ein Signal setzen, ihr kommt nicht davon. Ihr seid Täter und nichts verjährt. Und mit dem Ziel, einigen, die vielleicht sich überlegen, ob sie da mitmachen und sich deutlich zu machen, dass sie sich strafbar machen. Und zwar in erheblicher Weise. Kriegsverbrechen lebenslang, mitunter, je nachdem. Und wir haben das deutsche Völkerstrafgesetzbuch funktioniert. Der Generalbundesanwalt hat in der letzten Zeit syrische Täter angeklagt, die von deutschen Gerichten verurteilt worden sind. Also das ist eine Möglichkeit, in den Krieg hineinzuwirken, der uns sehr lange beschäftigen wird. Ich warne vor Optimismus. Wir sind im Grunde schon mittendrin. Ich möchte mal wissen, ob unsere Grenzen unverletzt bleiben. Ich möchte mal wissen, ob die Russen nicht in Georgien oder in Moldawien weitergehen. Denn Putin lebt in einer anderen Welt. Der kommt. Unsere Herr Baum, Argumente darf ich kommen. An dieser Stelle hat eine Frage die stellen. Vorstellung, er kämpft gegen eine gottlose, dekadente Umwelt. Er rettet die russische Seele. Und das ist religiös auch untermauert. Das heißt, Nützlichkeitsargumente, wie wir sie haben, Pragmatismus, erreicht ihn nicht mehr. Und ich sage Ihnen, er macht weiter. Alles, was wir jetzt hören mit Waffenstillstand, nichts kommt. Wir werden im hohen Maße herausgefordert sein. Wir werden lange auch unserer Gesellschaft damit leben müssen. Wir müssen uns darauf einstellen. Ich habe immer wieder gesagt, wir brauchen eine Churchill-Rede. Blut, Schweiß und Tränen ist vielleicht ein bisschen dramatisch. 1941 hat er seinem Volk gesagt, es kommen düstere Zeiten, stellt euch darauf ein. Und um das ein bisschen abzumildern, das Recht in Stellung gebracht, gegen das Recht des Stärkeren. Herr Baum, ich finde das eine ganz hervorragende und begrüßenswerte Initiative. Ich glaube, wir haben mit dem Völkerstrafgesetzbuch eine wirklich sehr einzigartige Rechtsquelle, die kaum ein anderes Land hat, in dem wir eben auch wirklich außerhalb des Territoriums der Straftat eben Täter verurteilen können. Das haben wir gemacht, wie Sie eben dargestellt haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt an einem Scheidepunkt, wo unsere Völkerrechtsordnung auf dem Prüfstand steht, bleiben wir bei dieser Ordnung, die wir uns gemeinsam als Weltgemeinschaft nach 1945 erarbeitet haben. Bleiben wir dort oder geben wir diese in irgendeiner Form auf oder weichen wir sie auf? Dass wir dort sagen, wir schlagen mit aller Härte zurück und es muss klar sein, jeder einzelne Soldat
wird vor Gericht gestellt, jeder Kommandeur wird vor Gericht gestellt, noch einer gerechten Bestrafung zugeführt. Also ich finde, das ist ein ganz essentieller Punkt auch unserer Strategie. Das muss so sein. Ich will nicht so viel sagen. Ich habe eine Frage, Herr Baum. Eigentlich auch eine informative. Wenn ich richtig informiert bin, unterscheidet man ja immer gerne zwischen Kriegsverbrechen, wo man die individuelle Tat verfolgt, und dem Genozid, der politisch angeordnet wird. Was ist das eigentlich in der Ukraine? Also ist das nur ein Kriegsverbrechen oder ist das eine Vernichtung eines Volkes? Also nein, es ist jetzt, wenn Sie das juristisch auf den Punkt bringen, kommt es in die Nähe eines Genozids, ist aber keiner. Das muss noch viel intensiver sein, sage ich, leider. Aber es reicht ja schon. Die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit reichen ja schon, um das Ziel zu erreichen. Ich habe das ja gefragt, weil Sie bei Kriegsverbrechen immer die individuelle Tat, so habe ich es ja, mal gelernt, bei jedem Straftäter. Bei jedem. Und das ist natürlich schwierig. Oder machen Sie das Ganze, weil Sie hoffen, dass Sie wenigstens mal Kommandeure wirklich vor den internationalen Strafgerichtshof kriegen? Putin wird man da nie hinkriegen. Aber Sie haben ja verschiedene Beweismittel. Sie haben Funkaufklärung und so weiter. Also da gibt es ja jede Möglichkeit, auch solche angeordneten Befehle, Datenströme zu analysieren. Wenn ich aburteilen will, habe ich mal gelernt, muss ich den Täter haben. Ja, den haben wir ja. Ach, und bei Völkermord, wenn es ein Völkermord ist, haben wir den Täter, der ist Putin, ja? Ja gut, der wird auch sich gerade in dem Strafgerichtshof stellen, Herr Baum. Aber wissen Sie, wenn mich das abschreckt, dann kann ich ja auch zumachen. Kann ich sagen, weil der sich nicht stellt, mache ich nichts. Der ist immun als Staatsoberhaupt. Wissen Sie, Herr Milosevic war auch immun. Und der Pinochet. Nein, das kann nicht das Kriterium sein. Aus seiner Mannschaft da, diesem verbrecherischen Sicherheitsrat, sind x Leute nicht immun. Ja, also das, also wenn die Völkermord ist es hier im eigentlichen Sinne noch nicht, aber es ist ein verbotener Angriffskrieg. Sie missverstehen mich in einem Punkt. Wenn Sie sagen, Sie machen das unter anderem, um deutlich zu machen, dass wir diese brutalen Taten alle genau registrieren, untersuchen immer auch wieder transportieren in die Öffentlichkeit, damit vielleicht auch doch mal irgendetwas bei russischen Soldaten hängen bleibt und die sagen, das kann ich nicht mitmachen, dann finde ich das ein völlig tolles Ziel. Ich glaube, Sie dürfen nicht so sehr bei der Öffentlichkeit einen Eindruck haben, weil morgen können wir Putin vom Gerichtshof stellen. Nein, das glauben wir doch nicht. Mein Gott, nochmal. Also weltfern bin ich auch nicht. Aber es muss klar sein, dieser Mann ist ein Kriegsverbrecher. Herr Baum, darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen, bevor wir zum Thema dann auch von Ihnen kommen, Herr Alt? Sie haben bei Frau Maischberger gesagt, die Kriegsbilder, die ich jetzt von Putins Überfall aus der Ukraine sehe, sind meine eigenen Kriegsbilder. Ihr großes Engagement, dass Sie sich jetzt so sehr auch dafür einsetzen, ist das auch aufgrund Ihrer Vergangenheit geprägt, dass Sie das jetzt so zu Ihrer Mission machen? Also ich kann mich in die Leute hineinversetzen. Ich habe die Zerstörung Dresdens erlebt in einer Nacht. Bombenangriffe und Artilleriebeschuss während meiner Fluchtreise mit meiner Mutter. Also ich war Flüchtling mit zwei Koffern, wie ich sie jetzt am Bahnhof hier in Berlin sehe. Also ich kann mich in diese Situation hineinversetzen und ich kann mich auch in die Traumatisierungssituation dieser Menschen hineinversetzen. Aber das hängt mit meinem Leben zusammen und ich habe ja die Vorstellung gehabt, das kommt nie wieder. Verstehen Sie? In der UN-Charta ist der erste Satz, wir wollen die Menschheit von der Geißel des Krieges befreien. So haben wir angefangen. Und nach den beiden schrecklichen Kriegen. Und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, diese Taten des vorigen Jahrhunderts haben das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt. Das Gewissen der Menschheit wird jetzt wieder zutiefst verletzt. Der ganzen Menschheit, nicht nur unsere. Aber wir sind in besonderer Weise betroffen und wir kommen ja Schritt für Schritt immer weiter in den Krieg hinein. Was gestern der Stoltenberg gesagt hat mich nochmal bestätigt. Das wird eine lange, schmerzhafte, verlustreiche Sache auch für uns. Das ist